Moin und herzlich willkommen hier zu einer wunderbaren neuen Folge Fridays for Fußball. Wir wagen wieder einen Blick ins Volksparkstadion, in die zweite Liga, zum HSV. Denn ich hätte auch VfL gegen Oldenburg spielen können. Die spielen ja am Samstag um 14 Uhr, dann hätte ich aber irgendwoher ein Mod holen müssen. Auf der PlayStation 5 wird das schwierig, wo irgendwie VfB Oldenburg dabei ist, denn die gibt es ja nicht bei FIFA 22. Also wir freuen uns schon auf FIFA 23. Ich werde EA wieder Geld in Rachen schmeißen, nur damit wir hier aktuelle Kader haben. Wir spielen aber den HSV gegen den KSC. Das Spiel steigt am morgigen Samstag um 20.30 Uhr, kann also auch im sogenannten Free-TV angeschaut werden, also auf Sport 1. Und der HSV ist oben wieder dran, muss man sagen. Also am Anfang mit den Niederlagen gegen Rostock und dann gegen den direkten Konkurrenten Darmstadt hat man ja gedacht, das wird hart. Aber man sieht, dass es erst der siebte Spieltag ist in der zweiten Liga, denn der HSV ist um einen Punkt ran an Platz 1 und 2, also ist Dritter mit 12 Punkten. Ja, dritten Platz, den kennen wir ja von letzter Saison. Solange es nicht der vierte ist wie die drei Saisons davor in der zweiten Liga. Ja, es ist schon das fünfte Jahr in der zweiten Liga für den HSV. Und das Glück war, dass wir oben dran geblieben sind, war nämlich, dass sowohl Darmstadt als auch Paderborn beide 2-2 gespielt haben, während der HSV im vergangenen Spieltag gegen Nürnberg auswärts 2-0 gewonnen hat. Also, ich bin wieder ein bisschen zuversichtlicher. Also mal gucken, wird vielleicht nicht wieder so eine Doppelpleiten-Saison wie vergangenes Jahr. HSV, VfL, macht er das noch? Naja, ich habe die Mannschaften dementsprechend angepasst. Also nicht die Mannschaft, also den HSV. Die Aufstellung habe ich jetzt so gewählt wie gegen Nürnberg. Königsdörfer ist ja noch rot gesperrt nach dieser Rotflut. Ich glaube, es war ja gegen Darmstadt. Super dazwischen gegangen, da haben sie den Ball wieder. Verletzten habe ich auch rausgenommen. Mir ist aufgefallen dabei, dass der HSV eigentlich irgendwie keinen Stürmer dabei hat. Außer Glatzel, aber mal gucken, ob wir dann irgendwie mit Heil vorne drin arbeiten können. Ja, mal eben den Ball nimmt er geklärt. Mir extra eine rote Hose angezogen heute. Ich glaube, die richtig neuen Heimtrikots sind gar nicht mehr mit roten Hosen. Oder sind es also die weißen Trikots waren, glaube ich, nicht mit, weißen, mit roten Hosen. War schön rausgeköpft. Jetzt mal Meffert. Ja, da rast da los. Mit Jatta hatte ich ja so einige Probleme hier auf dem an der Konsole. Ach, mal ein Fernschuss von Reis, ehemaliger VfL Osnabrücker. Ich muss auch Asche auf mein Haupt Abbitte leisten. Ich habe, glaube ich, im letzten Let's Play gesagt, dass Nuri schon mal Trainer beim VfL Osnabrück war. Das war natürlich eine Fehlinformation. War natürlich, glaube ich, Co-Trainer von Skripnik oder was es war und ist dann Trainer bei Bremen geworden, aber halt ehemaliger Spieler des VfL Osnabrück, ist, glaube ich, damals mit Pele Wollitz gekommen. Über den hatten wir auch kurz geredet. Aber der VfL Osnabrück hat ja jetzt einen neuen Trainer verpflichtet. Ich bin zuversichtlich, dass Schweini 2 da was machen kann. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Und jetzt gibt's eine hat ja auch dann von ehemaligen Aufeinandertreffen gesprochen mit unter Harry, ne? Ja, die Chance fand ich gar nicht so gut, wie Wolf Fuß es sagt. Oh, ja, der war richtig schlecht. Kann er was draus machen? Moritz Heyer. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Der Reingabe kommt an den langen Pfosten. Oh! Das war kein guter Kopfball, klar, aber da müssen wir auch... Dompe da, der Neuzugang. Das machen sie richtig gut, sind dicht daneben dran, den Konter kaum besser machen.
Hätte er auch machen können, das Tor. Glatzel zieht sich immer mehr zurück. Das ist eher immer Dompe, der vorne rumrennt. Die schnelle Kombination ist natürlich dann gut. Kittel. Oh, der war schlecht von mir. Gondor fährt Antworten. Ah, da rennen sie sich gegenseitig über den Haufen. Puh. Das sah eigentlich alles war knapp. Der Führung aus hier in diesem Spiel, aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. Ja, da hat man auch schon Kaufmann gerade am Ball gesehen, den ehemaligen Hamburger. Natürlich dann auch zum KSC transferiert. Kittel. Jetta, och, Jetta verliert den Ball gegen Van Rijn. Nicht hinsetzen so. Oh. Abgepfiffen hier wegen Handspiel. Und das ja, so geht's auch. Das war eindeutig. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Van Rijn macht das da gut auf der Außen. Die Fans hoffen auf die Führung. Ah, den hat er. Reagiert er gut nach diesem Eckball. Gersbeck. Auch ehemaliger VfL Osnabrück-Torwart. Zwei ehemalige Osnabrück-Torhüter da jeweils im Tor. Eieiei. Ball wird abgefangen. Ja, jetzt mal zurückblocken. Bin noch nicht zufrieden mit meinem Spiel hier. Da muss das Tor so langsam mal fallen. Also natürlich für mich, nicht für Kaufmann und seine Mann. Oh, da ist wieder Van Rijn. Kann er offensiv genauso punkten wie defensiv? Oh. Puh, gut gemacht von Heuer Fernandes da. Ecke kommt rein. Na, den habe ich. Ja. Oh, Gondorf. Spielt da echt gut. Und ich spiele schlecht. Kein Foul, kein Elfmeter bitte. Oh. Super gemacht, gute Verteidigung. Ja, der pfeift ab. Ja. Die zweite Halbzeit kann nur besser werden. War sie ja auch im letzten Spiel. Da gab es ja auch ein 0:0 und dann plötzlich, glaube ich, 4 Tore waren es am Ende. So, gehen wir rein in die zweite Spielhälfte. Es ist hier bislang wirklich alles ausgeglichen. Gut gedeckt da von den Karlsruhern. Kittel. Meffert. Moritz Heyer. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist. Das war schlecht. Jetzt können sie vielleicht kontern. Haben da echt weites Feld. Das war sehr gut abgeblockt. Der Ball wird abgeblockt. So jetzt. Schneller Konter. Keiner bietet sich da an. Oh, allein auf weiter Flur. Kurze Flanke jetzt. Ah, das war Tacken zu lang, die Flanke. Klasse Pass. Ah, abgeblockt so, davon. Wieder Van Rijn. Verhindern Sie das Tor. Was für eine Rettungsstart. Der macht echt ein gutes Spiel. In der Abwehr. Oh. Sehr gut, Meffert. Er sprintet durch, gleich kann er nicht mehr. Wo ist Heyer? Heyer, Flanke. Ah, kein Ball erreicht Glatzel. Ich muss da mal echt mir ein anderes Mittel überlegen, als immer nur zu flanken. Gondor. Kaufmann. Vorne jetzt die Balleroberung. Ah, nicht gut geklärt da von den Roadhosen. Van Rijn wieder. Sehr gut. Van Rijn verliert der Ball. Jetzt fehlt er mal hinten. Vielleicht kriege ich jetzt mal den Angriff aufgespielt. Jetzt kommt Dompe. Machen Sie jetzt gut. Oh! Noch ist die Chance da. Bastian Stolperte. Aber sowas muss auch mal sein. Ist es Jatta? Oh, ich mache aus Versehen wieder den Froschjubel.
Wird noch zu meinem Signature-Move. Jetta mit dem 1:0 für den HSV. Hat da echt Glück, dass er da richtig steht, wie ein Schirmer. Ja, Gersbeck klärt da nur in die Mitte ab. Schuss zu stark und Jetta setzt sich da gegen Kobalt oder wer es ist durch. Sehr gut. Da nochmal der Froschjubel. Der wahrscheinlich einen anderen Namen hat, aber ich nenne ihn Froschjubel. Direkt nachlegen, sagte er und bekam den Ball. Und Dompe gefällt mir da auf der linken Außenbahn. Natürlich nicht, wenn ich so schlecht spiele. Aber Van Rijn macht echt ein gutes Spiel, sage ich ja. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torschance zu kommen. Und schon wieder ein Handelfmeter. Vom Kapitän schon lau. Ja, da wirklich die Handwahl. Wo ist der Ball? Da macht's Peng. Die Latte getroffen. Glück im Unglück für den HSV. Jetzt Jatta und Dompe über links, was irgendwie keinen Sinn macht. Aber egal. Glatzel mit dem Ball und direkt auf den Torwart. Wie schlecht von mir. Das wäre das 2:0 gewesen. Das ist sein Bestes. Aber egal. Boah, schon lau mit dem Hammerkopfball. Ganz schön. Das gibt doch glatt rot. Da grätscht er ihm einfach voll in die Hacken. Gerade eingewechselt, O'Shaughnessy. Genau, Reis für. Wen ist für Reis? Ich glaube, wen ist fit? Ja, ey. Oh, okay. Noch einen frischen für Leipold. Schießt er einfach Dompe ab. 6 Minuten haben wir hier noch. Hey, was ist denn mit O'Shaughnessy los? Er schießt die ganzen Spieler ab. Was ist hier denn los? Marc Lorenz sieht vielversprechend aus. Jetzt kriegt er gelb und dann schießt er vor Frust die Spieler ab. Nicht nochmal Hand, bitte. Danke. So, jetzt nicht den Ball verlieren. Genau. Auf die 90 runterkommen. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Weiter der HSV, ja, das könnte gefährlich. Bietet sich niemand an. Tja, oh, das war keine gute Flanke. Van Rijn wieder mit dem letzten Ballberührung. Das reicht mir. Ein 1:0 für den HSV gegen den KSC. Wenn es so ausgeht, morgen um 20:30 Uhr, bin ich zufrieden. Und wenn ihr einen Wunsch habt, was ich spielen soll, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich gucke es mir an und sehr wahrscheinlich spiele ich es dann auch. Also macht's gut.